أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين على رسول الله Heute wollen wir uns mit dem Thema Gebet beschäftigen. Dazu als Orientierung habe ich mir gedacht, dass wir am Anfang einige Leitfragen stellen, an denen wir uns orientieren wollen. Diese Leitfragen sind zum Beispiel, worauf besteht das Gebet? Was ist das Gebet überhaupt? Wieso beten wir fünfmal am Tag? Und als letztes, ist Allah überhaupt auf unser Gebet angewiesen? Oder wieso legt er sehr viel Wert darauf, auch im Koran? Zum Beispiel gibt es zwei Verse, in denen gesagt wird, dass die Bewohner des Himmels die Bewohner der Hölle fragen werden. Was hat euch in die Hölle gebracht? Und die Bewohner der Hölle werden sagen, wir waren von denen, die auf der Erde nicht das Gebet verrichtet haben. Also wieso bestraft Allah die Menschen mit so einer harten Strafe wie die Hölle, wenn er das Gebet gar nicht nötig hat? Also was steckt hinter dem Sinn? Als Einstieg lesen wir dafür einen Absatz aus dem neunten Wort. Bismillahirrahmanirrahim. O Bruder, du fragst mich nach der Weisheit, die in der Aufteilung der Gebete auf fünf festgesetzte Zeiten liegt. Darin liegt sehr viel Weisheit, doch wollen wir uns hier mit einem einzigen Hinweis begnügen. Wie nun in der Tat jede Gebetszeit der Beginn einer bedeutenden Wende ist, ein Spiegel jener großartigen göttlichen Lenkung der Welt und all die göttlichen Gnadengaben reflektiert, die in dieser Lenkung zum Ausdruck kommen, so wurde aus diesem Grunde dem Menschen befohlen, den Allmächtigen in seiner Majestät noch intensiver zu loben, zu preisen, ihn zu verehren und ihn anzubeten, um ihm für alle diese grenzenlosen Gnadengaben zu danken, die wir zwischen zwei Gebetszeiten empfangen. Hier können wir bereits sehen, woraus das Gebet überhaupt besteht. Hier wurde zum Beispiel gesagt, noch intensiver zu loben, zu preisen und ihn zu verehren. Und wieso lobpreisen die Allah denn? Woraus besteht diese Lobpreisung? Wie kommt sie zum Ausdruck? Sie kommt zum Beispiel zum Ausdruck, wie Üstad später in Kuliyat auch sagt, durch den Begriff Subhanallah. Der übersetzt so viel bedeutet wie, ich spreche Allah von allen Fehlern frei. Das geschieht dadurch, dass der Mensch mal in sich geht und merkt, wie viele Fehler er einfach hat, wie unzulänglich er ist. Und da im Vergleich zu Allah merkt, wie Allah frei von allen Fehlern ist. Wie er einfach in allem, was er tut, alles perfekt läuft. Und das bringt er halt mit dem Begriff Subhanallah zum Ausdruck. Zum Zweiten besteht das Gebet aus der Verehrung. Das machen wir mit dem Begriff Allahu Akbar. Indem wir uns als Mensch mal bewusst sind, wie klein wir in diesem Universum einfach sind. Das heißt, wenn wir uns mal vergleichen mit dem riesengroßen Universum, im Vergleich zur Sonne ist die Erde sehr klein. Im Vergleich zur Erde sind wir Menschen sehr klein. Und im Vergleich zu den anderen Tierarten ist die Art des Menschen auch sehr gering. Dass wir da mal sehen, wie groß Allah ist und wie vollkommen seine Majestät einfach ist. Und diese mit dem Begriff Allahu Akbar, was übersetzt so viel bedeutet wie Allah ist groß, zum Ausdruck bringt. Als letztes und als drittes ist noch die Danksagung, dass man als Mensch zum Beispiel merkt, wie arm man ist, wie schwach man ist, wie man eigentlich gar nicht in der Lage ist, sich zu beschützen, als Kind zum Beispiel. Dass man als Kind zum Beispiel die Milch von der Mutter bekommt, obwohl man als Kind gar nicht in der Lage dazu ist, sie darum zu beten. Das heißt, dass die Milch der Mutter als Geschenk für uns, also für das Baby geschenkt wird. Dass man da Allah mit dem Begriff Alhamdulillah, was so viel bedeutet wie alles, jeder Dank gebührt Allah, bedeutet. Des Weiteren wollen wir klären, was das Gebet überhaupt ist. In einem Hadith unseres Propheten sagt Muhammad sallallahu alaihi wasallam, das Gebet ist der Hauptpfeiler des Gebets. Das heißt, wenn wir das in einem Beispiel verdeutlichen wollen würden, wenn wir zum Beispiel ein Zelt als Beispiel nehmen, ein viereckiges Zelt mit vier Ecken. Diese vier Ecken symbolisieren die anderen vier islamischen Säulen im Islam. Das heißt, das Fasten, das Abgeben der Almosen, die Pilgerfahrt und das Glaubensbekenntnis selber. Wenn man sich jetzt dieses Zelt mal anschaut, das Zelt hat in der Mitte einfach keine Basis, worauf es aufgebaut ist. Das heißt, wenn es jetzt zum Beispiel regnet, sammelt sich der Regen in der Decke des Zeltes und irgendwann, wenn der Regen zu viel wird, kracht das Zelt in sich ein und die ganzen anderen vier Ecken mit. Dieser Regen symbolisiert zum Beispiel das ganze Unglück, das ganze Leid auf dieser Welt. Zum Beispiel der Tod, die Trennung von Verwandten und Geliebten und zum Beispiel Unglücke, dass man zum Beispiel mal einen Unfall baut, dass irgendwas kaputt geht, Krankheiten zum Beispiel. Und das Gebet sorgt eben dafür, dass es diese gewisse Basis im Glauben hat, diese Basis im Zelt bildet. Das heißt, diese Unglücke kommen, aber dank des Gebetes schirmen sie einfach am Rand des Zeltes ab. Und wieso das Gebet der Hauptpfeiler ist, liegt daran,
dass das Gebet die anderen vier islamischen Säulen in sich vereint. Das heißt, im Gebet ist sowohl das Fasten enthalten, ist sowohl das Abgeben der Almosen beinhaltet, sozusagen das Abgeben der Almosen für das Leben selber, das wir abgeben müssen. Die Pilgerfahrt selber auch in gewissem Maße und auch das Glaubensbekenntnis wird durch das Gebet bestätigt. Zur nächsten Frage, wieso wir fünfmal am Tag beten und nicht zum Beispiel wie in anderen Religionen einmal in der Woche oder zwei bis dreimal in der Woche. Wieso muss es denn fünfmal täglich sein? Zum Beispiel im Buch Harmonie des Lichtes auf Seite 394 im dritten Punkt sagt Üstad, die leiblichen Bedürfnisse ändern sich mit dem Wechsel der Zeiten. Sie vermindern oder verstärken sich. So braucht man zum Beispiel die Luft zu jeder Zeit. Das Bedürfnis nach Wasser stellt sich ein, wenn man Durst hat. Das Verlangen nach Nahrung meldet sich an jedem Tag. Das Bedürfnis nach Licht ist meistens einmal in der Woche notwendig und dergleichen mehr. Genauso auch sind die Zeiten für die geistigen Bedürfnisse, das heißt die Bedürfnisse des Geistes, verschieden und unterschiedlich. Für jeden Augenblick braucht man das Wort Allah, für jede Zeit Bismillah und jede Stunde einmal La ilaha illallah und dergleichen mehr. Daher ist die Wiederholung der Ayat und bestimmter Ausdrücke eine Folge wiederholter Bedürfnisse. Sie ist ein Hinweis auf das starke Bedürfnis für solche Formeln. Da ist es zum Beispiel so, Üstad nennt in dem Werk Worte ein Beispiel. Und zwar sagt er, wieso isst ihr denn am Tag bis zu dreimal? Wieso habt ihr ständig dieses Bedürfnis nach Essen und Trinken? Weil euer Körper das braucht, richtig? Oder meinst du isst einmal am Tag und das reicht, einmal in der Woche und das reicht? Nein, oder? Es reicht einfach nicht. Und weil du eben darauf angewiesen bist, weil du dieses Bedürfnis hast zu essen, ist dieses Bedürfnis keine Last, sondern eher ein Geschmack, ein schöner Geschmack, den du von diesem Essen hast. Weil dieses Bedürfnis sich ständig wiederholt. Genauso ist der Mensch auch. Der Mensch besteht ja nicht nur aus Fleisch und Blut, aus trockenen Knochen. Der Mensch hat ja auch eine Seele, die auch ihre Nahrung braucht. Und diese Nahrung kriegt diese Seele eben durch das Gebet, durch die Verbindung zu Allah. Eine andere Weisheit hinter der Aufteilung des Gebetes auf fünfmal täglich ist, dass man zwischen diesen Zeiten einfach so viel zu tun hat, dass man sehr oft mal in Gottvergessenheit gerät und seine wirkliche Aufgabe verpennt sozusagen. Dass man vergisst, dass man eigentlich auf dieser Welt ist, um Allah anzubeten, um seine Majestät zu lobpreisen, um ihm Dank zu sagen, um ihn zu verehren und stattdessen sich mit irgendwelchen anderen unsinnigen Sachen beschäftigt. Das ist eben das Gebet da, dass man fünfmal am Tag betet. Dass man zu diesen Zeitpunkten eine intensivere Lobpreisung Allahs vollzieht. Dass man fünfmal am Tag merkt, da ist ein Gott. Ich darf in all diesen unsinnigen Sachen nicht vertiefen. Ich muss mich meiner wirklichen Aufgabe widmen. Die letzte Frage, ist Allah auf unser Gebet angewiesen? Das heißt, wieso droht uns Allah mit so einer großen Strafe, wenn wir nicht beten? Nein, es ist nicht so, dass Allah unbedingt auf unser Gebet angewiesen ist. Es ist eher ganz im Gegenteil. Wir selber sind auf das Gebet an Allah angewiesen. Denn wenn man als Beispiel mal, wie Üstad Kuyat auch sagt, einen Sultan beschreibt, der zwei seiner Männer ein Land schenkt, sozusagen das Land leiht, die Tiere, die Maschinen, die Häuser, alles, was der Bauer braucht, um anzupflanzen. Diesem Bauer aber sagt, ich leihe dir all diese Sachen, ich möchte aber am Ende des Monats oder am Ende des Jahres so und so viel von deiner Ernte haben, als Abgaben, als Dank sozusagen. Wenn jetzt am Ende des Jahres oder am Ende des Monats dieser eine Bauer zum Sultan gerufen wird und der Sultan ihm sagt, so, wo sind meine Abgaben? Ich möchte sie jetzt haben. Und der Bauer sagt, wie? Was für Abgaben? Das Land gehört mir, die Tiere gehören mir, die Maschinen gehören mir, alles gehört mir. Wie soll ich dir da was abgeben? Wäre das kein Verrat an dem Sultan? Außerdem erfordert die Autorität und die Majestät des Sultans selber auf vollkommenen Dienst und vollkommenen Gehorsam. Das weist darauf hin, dass Allah uns all dieses Leben geschenkt hat. Er hat uns sozusagen das Leben geliehen. Er hat uns die ganze Familie geliehen. Wir wurden in einer muslimischen Familie geboren, was schon mal das größte Geschenk ist. Er hat uns all diese Erde geliehen, um darin unsere Werke zu vollrichten. Wenn wir jetzt diese Welt, die Eltern, die Familie, nicht wertzuschätzen wissen, das heißt, wenn wir sagen, das gehört alles mir, mir kann das keiner wegnehmen, dann wird Allah, ähnlich wie der Sultan, diesen Menschen alles wieder wegnehmen. Dann gehen wir natürlich leer aus. Wir verlieren sowohl unsere Ernte, als auch unser ganzes Feld, womit wir unser Geld verdienen.
Aber was wird Allah machen? Er ist nicht auf dich angewiesen. Man kann dem Sultan nicht sagen, so, wenn du mir mein Land weggibst, dann kriegst du keine Ernte. Nein, was wird der Sultan machen? Er wird es dir wegnehmen und jemand anderen geben, der dann diese Aufgabe für den Sultan erledigt. Wenn er keinen findet, der das für ihn macht, dann macht er es halt selber. Das macht für den Sultan keinen einzigen Unterschied. Der Unterschied dabei ist unser Unterschied. Dass wir entweder diese kleinen Abgaben an den Sultan machen und ihm sozusagen sein Wohlgefallen verdienen, oder dass wir Hochverrat an den Sultan begehen, indem wir sagen, das gehört alles uns, ich gebe dir nichts ab. Und das dann dazu führt, dass der Sultan uns alles wegnimmt und wir leer ausgehen. Das steckt auch hinter dem Gebet. Allah ist nicht auf unser Gebet angewiesen. Allah möchte nur, dass wir das, was er uns gibt, wertzuschätzen wissen. Dass wir wissen, das gehört nicht mir. Das habe ich von Allah. Die Familie habe ich von Allah. Mein Leben ist von Allah. Und ich muss ihm auch in diesem Maße lobpreisen, verehren und Dank sagen. Wenn ich das nicht tue, begehe ich Verrat an Allah und bin somit dazu berechtigt, eine ewige Strafe in der Hölle zu genießen. Als letztes noch sagt Üstad, wenn du sagen Zeit nutzt, im Werk der Koran ein Zeichen des Wunders für das Gebet. Bester Freund, das Gebet ist ein edles Verhältnis zwischen dem Diener und Gott, eine erhabene Beziehung und ein reiner Dienst, weshalb es zu den Besonderheiten des Gebetes gehört, jeden Geist zu faszinieren und anzuziehen. Die Regeln des Gebetes beinhalten, wie in dem Buch Futuhat Mekkiya erklärt wurde, unter anderen Geheimnissen auch, dass es zu den Besonderheiten des Gebetes gehört, die Liebe jeder Seele zu Gott anzuziehen. Das Gebet ist eine Einladung des majestätischen Schöpfers, im Verlaufe von 24 Stunden zu bestimmten Zeiten in seiner geistlichen Audienz zu erscheinen. Wenn wir jetzt zum Beispiel einen Freund haben, einen Bekannten haben, der ständig zu einem Mann eingeladen wird zu Hause, von dem wir wissen, dass er einen hohen Rang hat. Zum Beispiel, dass er zu irgendeinem Bürgermeister ständig eingeladen wird. Das ist doch eine Riesenehre. Was machen wir denn, wenn uns mal so einer einladen würde? Wir würden uns herausputzen, wir würden alles Sämtliche tun, um diesem Bürgermeister zu gefallen. Wieso? Damit er uns wieder einlädt. Damit er uns wieder mit seinen Gaben sozusagen beschenkt. Dasselbe gilt auch für das Gebet. Allah bittet uns nicht, sondern befiehlt uns, 5-mal am Tag bei ihm zu erscheinen. Und das nicht, weil er es nötig hat. Nein, er möchte uns beschenken. Er möchte uns klar machen, du schau, ich bin hinter dir. Du kannst das alles alleine nicht klären. Vertrau mir und lehn dich zurück. Überlass mir alles. Aber tu nur das Nötigste. Aber eigne dir nichts selber an. Weil dahinter einfach nur Schmerz, Leid und Trennung herrscht. Das heißt, mit dem Gebet merken wir 5-mal am Tag, dass es einen Gott gibt, dass wir nicht alleine sind, dass das alles nicht auf Zufall aufgebaut ist, sondern alles einen Plan hat. Und dass wir auch das, was Allah uns gegeben hat, sowohl das Leben als auch die Erde selber, wertzuschätzen müssen und wissen, das alles gehört Allah und nichts gehört uns. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين الفاتحة مع السلامة